Ja, machen wir weiter, ne? Links, rechts, oben, unten. Wurm, Armbrust und Dämonenkönig für Ende? Ja, wer ist er denn? Mächtig. Okay, dann müssen wir wohl den Rest des Sees erkunden gehen. Und nach links, da oben ist nämlich ein Item. Jetzt einen Durchgang und noch einen Ort der Gnade. Oh. Hätte man den Ort der Gnade finden sollen, um den Boss zu machen, oder? Weil der mal hinrennen kann, aber na gut. Ich bin ja recht zügig gelegt. Ich bin ja gut. Fange es sehr entspannt gerade zu looten, weil nirgends welche Goblins an den Wänden sind. Eine Menge Arme, der Bro. Keiner cooles Sein, oder? Mit den Armen, den Holz, dem Holzgeweih. Okay, wer sind Sie? Wäre die beste Frage. Ich hab ein Stück Scheiße. Okay, ach, sind die, diese Affen aus dem, Poisonwald. Poisonsee. So, dass ich das jetzt vergiftet bin, das macht mich irgendwie traurig. Lebt das Vieh da an der Wand? Ne, ich meine das Große, nicht das Kleine. Das Kleine ist... Ah! Oh. Nee, schon wieder so ein Greifer. So, ich habe nur auf die Person geachtet, die auch mit gespreizten Beinen auf mich wartet. Weil das sah einfach zu verlockend aus, diesem Typ zu begegnen. Noch einer, oh nee. Das ist ein alter Freund, ein alter Gegner. Meine Güte. Ah, aber Tolkien. Oh nee. Ich will doch nicht mehr. Hör doch mal jemand auf, mir weh zu tun. Das ist ja schrecklich. Wie bin ich da in Reichweite? Riot Games. Mann, ey. Higher, Lower Ground oder was? Gibt's auch in deren anderen Games? Wie? Nein. 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 Nein, nicht. Ah. Fokus. Aber ich bin noch gesprintet und gesprungen. Chat, haltet mich. Haltet mich um meine 40.000 Seelen. Wo sind die jetzt überhaupt? Die finden wir noch niemals wieder. Die sind mir so hart. Hello there. Hallo, willkommen zu dieser Exit-Übertragung von Dark Souls 3. First Run blind und blind bin ich wahrlich. Du gehst mir so auf die Eier und du bist so hässlich. Du bist so ein widerlich wertiges Wesen. Unglaublich.
Junge. Wir sind diese Affen und wir am allernervigsten, finde ich. Vor allem, weil diese Affen, die Giftwolke machen und dann AFK gehen, die sind am allerschlimmsten. Ich könnte durch die Wände angreifen, aber da ist eine Wand. Hat er die Feuerwehr beschworen oder war es jemand anderes? Wann die spawnen die Feuerbälle? Der ist despawned. Die sind nicht despawned. Da ist noch einer von denen da. Was haben wir hier? Viele Statuen. Sieht sehr eindrucksvoll aus. Ein Untoch. Ach du heilige Scheiße. Okay, wir gucken wieder nach oben. Ja, friss dich satt. Komm, schmeckt gut. Lecker. Proteine. Ab jetzt werden wir wieder vorsichtiger erkunden. Oben waren wir schon, also gehen wir den Durchgang hier rechts durch. Aber welchen? Geradeaus oder rechts? Geh nach rechts. Auf zur Ratte oder was auch immer da gerade sich satt frisst. Im Schatten der Dönerläden. Große Ratte. Ja, Leute, für die Fake-Wand ist es glaube ich schon zu spät. Außer die ist noch hier in dem Raum drin. Aber ich werde jetzt erstmal nicht umkehren. Ich muss erstmal hier mich durch erkunden. Ein krasses Item oder eine Paarungsstelle oder... Nichts. Todespestfrösche. Todespestfrösche. Vorsichtig. Wand? Ich bin doch gegengerollt. Oh. Ich bin doch legit gegengerollt. Nochmal? Bei den Ratten die Wand. Ich muss sagen, diese Mechanik ist das einzig Schlechte an Elden Ring und Dark Souls, finde ich. Die kehrt das rund, ist fake. Er ist nicht fake. Machen wir direkt auf. Diese Mechanik, die muss einfach nicht sein, finde ich. Das ist einfach so kacke. Weiß ich. Also gefällt mir einfach nicht, weiß ich nicht. Weil es sich ja zwingt, theoretisch gegen jede Wand im Game gegenzurollen, einfach nur um sicher zu sein, dass du nichts verpasst. Ja, wir haben zwei Knochensplitter, ne? Das heißt, es lohnt sich sehr zu recallen und zum Feuerbrandschrein zu gehen, um unsere Knochensplitter einzucachen. Die Brücke sieht gefährlich aus, denn da erwartet uns so ein Ritter auf der Brücke, ja? Auf einen Pot. Slime. Goblin. Nein. Dann rein in den Kampf. Oh, kann man durch die Lava durchlaufen, ohne zu sterben? Weil da liegt ein Item. Ich bin ja gut. Ich muss auch sagen, dieser Schrei irgendwie, als er stirbt, war schon sehr geil. Gefällt dir Dark Souls 3 bis jetzt so, Tolkien? Ja, ist ein geiles Game. Also, ich habe die gleichen Probleme mit dem Game wie in Elden Ring. Und in Elden Ring habe ich dann... Ich habe Elden Ring, glaube ich, jetzt 9,8 gegeben von 10. Einmal minus 0,1 für Kameran und minus 0,1 für Fake-Wände. Dark Souls bisher genau das gleiche. Vielleicht 9,7 wegen der langen Laufwege, aber es ist einfach halt ein älteres Spiel. Das ist ein sehr geiles Game. Also wirklich sehr, sehr. Ich habe sehr viel Fun an dem Game. Ich spiele das wirklich sehr gerne. Ich spiele mich aktuell auch basically täglich, weil es mir so viel Spaß macht. Ich nehme an, dass die anderen Wege... Okay, da unten rennt ein Ritter. Wieso rennt er? Der patrouilliert einfach, indem er rennt. Wir müssen wahrscheinlich die anderen Wege nehmen, um da unten hinzukommen, ne? Eigentlich geht er nicht umsonst, Klippe und Cam. Ja, komplett in Ordnung ja auch. Ist halt bloß teilweise anstrengend, wenn du durch jemanden durchrollst und das permanent die Kamera neu fokussiert. Weil viele Gegner sind ja einfach größer als du und dann rollst du durch deren Beine durch und auf einmal ist die Kamera in Mappen. Okay, ich habe das Gefühl, wir sind gereicht bei einem epischen Bossraum, kann das sein? Wir sind schon ziemlich weit in dieser Richtung der Katakomben. Wir hatten ja schon einen alten Dämonenkönig. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wieder im Armbrustraum. Da oben ist die Armbrust. Und diese Knochenradskelette sind da hinten, ne? Wir müssen bei der Unterführung hier durch. Wie ist der Weg hier bei der Armbrust? Wo ist die Armbrust? Er driftet wie Vin Diesel, aber ist nicht gut genug. Okay, wieder zwei von diesen sich spinnenden Gegnern. Den Wurfmessern. Ist das auch Loki mein Hassgegner? Kann das sein? Ich hab mich schon sehr oft gekillt. Mein Port hier jetzt echt sehr viel. Hör doch mal auf, so lästig zu sein. Ich schlag die fucking Wand.
Wenn wir nicht mehr Fokus. Ich hab alle anderen Bossfights so gesmurft. Gegen Jorm und gegen den Riesen, Dämonenkönig. Jetzt sterbe ich ja an diesem lachhaften Gegner, gleich den Doppelpack. Aber ich hab's ehrlich gesagt nur gemacht, damit ihr aufhört, diese Zahl zu schreiben. Ah, nice. Ich hab ein gutes Gefühl, wir töten ihn einfach schnell. Und danach töten wir die beiden spinnenden Dudes da oben. Und kommen gut durch. Habt ihr das Vertrauen, Chat? Habt ihr Vertrauen? Wir sind mehr an diesem Dude gestorben, als an dem fucking Dämonenkönig. Ein Hit. Willen. Ein Hit. Werden abgeaimt. Von der Armbrust. Ich habe auf die Armbrust geguckt, Mann. Weißt du was, aus reinem Protest gehe ich jetzt einfach einen anderen Weg. Jetzt gehen wir einfach mal geradeaus und nicht mehr rechts. Ich meine, der Weg hier führt nach unten, nicht wahr? Der Weg hier führt in die Lava hinein. So, der Ritter-Dude hat die anderen Viecher abgemurkst. Ich hasse den so sehr. Ich hab getrunken! Gehustet! Passes Zeichen. Aha! Ein Ort der Gnade, den Riot Games von mir verheimlichen wollte, aber ich hab ihn gefunden, weil ich klug bin. Das sieht nach einer Fake-Wand aus. Aha! Junge, ich bin so gut. Ich bin ganz viel Schleim an den Decken. Quasi der Startraum, bloß halt von hinten. Wird er mit seiner scheiß Kacke. Oh nein, nicht. Stopp einfach. Danke. Okay. Das war alles, ja? War das Buch gebraucht oder was haben wir gerade gelootet? Keine Ahnung, ist auch scheißegal. Ihr seid viel so drüber, dass das Ding wieder entkommen ist. Fahren mit dem. Die Simone ist eigentlich. Das Emote ist sehr geil. Simone mit diesem Peace und dann verschwindet dieser Pipi. Ist geil. Ich weiß gar nicht, wie es ausgeschrieben heißt. Okay, dann sind wir mit allen hier fertig. In anderen Worten, wir müssen zurück zu dem anderen Raum und dann den Weg nach rechts nehmen. Ortszimmer des alten Königs. Wir haben jetzt quasi den Ort von davor gefunden. Oh, ich hätte die Ruinen durchqueren sollen und dann hätte ich bei dem. Ach so. Ich hätte bei dem anderen Ort der Gnade rauskommen sollen. Ach so. Ich hätte hier rauskommen sollen. Deswegen, wann immer ich hier spawne, gucke ich auch in die Richtung. Weil ich quasi zum Boss laufen soll und dann nach rechts gehen soll. Weil ich es quasi andersrum erkundet. Stopp. Ist das nächste dran. Ich habe einfach sein Messer im Auge drin stecken. Look at this. Das sah eigentlich keiner cool aus. Oh Mann. Am Hebel ziehen. Aber das verstehe ich nicht. Heißt, wenn du von der anderen Richtung aus das Game hier machst und die Armbrust jetzt ausstellst, dann was tötet dann den Wurm? Dann musst du wieder hochkommen und die wieder anmachen. Oder wie? Und was machen wir jetzt hier? Runterspringen. Krabben töten. Das überlebe ich doch niemals. Viel zu hoch. Oh. Da liegt ein Item liegt alleine im See. Du musst es haben. Kann es sein, dass wir mit dem Gebiet fertig sind? Dämonenkönig tot. Wir sind eigentlich schon durch. Hast du Items bekommen? Maybe, I guess. Blut haben wir dann bekommen. Wir haben irgendwie so eine Schriftrolle bekommen, als wir den Wurm gekillt haben, ne? Alrighty. Aber ich weiß nicht, wo es weitergeht. Kirche von Yoshi? Oder Marios verlassenes Anwesen? Yoshi, okay. Wait a minute!